Die Firma Ballistag hat mir ein kleines Dankeschön-Präsent geschickt. Und dafür gebe ich ein riesengroßes Dankeschön zurück an die Ballistag. So etwas sehe ich nicht als selbstverständlich an, möchte euch aber diese Produkte nicht wirklich vorenthalten. Und zwar, ihr wisst ja, ich habe mir ja einen Microroni aus dem Hause CAA bestellt. Und den hatte ich über IGAN bestellt bei der Firma Ballistag. Als ich das Review gemacht habe, habe ich die Firma Ballistag als Bezugsquelle nach Rücksprache mit denen erwähnt, da ich unwahrscheinlich von ihrem Service begeistert bin. Denn so schnellen Turnaround habe ich selten. Donnerstag bestellt, Samstag klingelt es an der Tür und das Teil ist schon da. Und das nenne ich mal rasend schnell. Und dafür nochmal vielen, vielen Dank. Was habe ich denn nun von der Firma Ballistag bekommen? Nun, einmal, ihr seht es, in Schwarz ein CAA T-Shirt. Und hinten drauf schön Microroni. Geile Sache, passt wunderbar. Coole Sache, vielen Dank dafür. Das zweite, was ich bekommen habe, es gibt aus dem Hause Roni sogenannte Dummy-Pistolen. Diese Dummy-Pistolen findet ihr in der Regel bei den Produktabbildungen, die dann in den Ronis eingesetzt sind. Das ist eine relativ coole Geschichte eigentlich, wie ich finde. Da es, sage ich mal, in Anführungsstrichen die günstige Variante der sogenannten Blue Gun ist. Was eine Blue Gun ist, brauche ich euch ja, denke ich mal, nicht groß zu erklären. So, und zwar habe ich bekommen als Dummy-Pistole aus dem Hause Roni eine Replika der Glock 17 und ein Replika eines Glock-Magazins. So, jetzt wird der ein oder andere sagen, wozu? Nun, das ist mal ganz einfach. Und zwar, ich kann mit diesem Ding zum einen trainieren. Sachen wie holstern, ziehen, führen, in Anschlag gehen und so weiter, ohne dass ich jedes Mal mit einer Kanone rumlaufen muss. Passt auch wunderbar in zum Beispiel die IDS-Holster rein oder Phobus-Holster oder was auch immer. Ich kann aber natürlich auch hingehen und nehme meinen schicken Runischaft. Und setze diese Dummy-Pistole in den Roni-Schaft ein. So, und damit habe ich die Möglichkeit, sage ich mal, ein bisschen dieses Ein- und Auslegen, Ein- und Aussetzen zu trainieren. Ich kann aber auch so ein bisschen den Anschlag trainieren, ohne dass ich tatsächlich jedes Mal die Glock dafür in die Hand nehmen muss. Finde ich eine lustige Geschichte. Ich sage ganz ehrlich, ich habe jetzt übersehen zu gucken, wie viel das Magazin kostet. Diese Dummy-Pistolen liegen, glaube ich, irgendwo bei 15 Euro. Sind in meinen Augen ein nettes kleines Gimmick. Dafür nochmal vielen, vielen Dank an die Firma Ballistag. Wer sich jetzt fragt, welches Red Dot ich jetzt hier oben drauf gebaut habe, nun, das ist das gleiche Red Dot, was ich bereits schon mal vorgestellt hatte, für meine Flinte, und zwar das UTG 4.2. Video-Link kommt da oben hin. Passt wunderbar. Ob es sich damit gut schießen lässt, das werde ich hoffentlich morgen oder am Dienstag auf jeden Fall sehen. Nochmals vielen, vielen Dank an die Firma Ballistag. Wären absolut nicht nötig gewesen, aber es freut mich ungemein. In diesem Sinn, schönes Wochenende.